Ich will jetzt Nom Nom machen, darum bestelle ich Nom Nom Sachen. Dann wollen wir doch mal gucken, was wir so bestellen können. Mir guckt gerade keiner zu, dann nutze ich das doch einmal aus. So, hier ein Klick und da ein Klick. Und schon gefällt mir das Hintergrundbild viel besser. Ihr seid doch auch der Meinung, oder? Daumen rauf, wenn ihr auch der gleichen Meinung seid. Website aufrufen. Da kann man gut Essen kaufen, das ist in Ordnung. So, was nehmen wir denn hier? Ah, ist das? Davon nehmen wir ganz viel. Was ist die größtmögliche Menge? Da, ja, ein Kilo. Ein Kilo hört sich richtig gut an. Warum kann man nicht mehr bestellen? 10 oder 100 Kilo. Ja, egal. Man kann nicht alles haben. So, was haben wir denn da noch? Ja, grüner Hafer. Ja, das ist gut. 500 sollten reichen. Das ist ja eine Menge. Sieht mich auch keiner? Ist gerade alles in Ordnung? Ja, okay. So viel Auswahl. Okay, Petit Four wollte auch irgendwas ganz Bestimmtes haben. Was war das nochmal? Hirseflocken? Nein, genau, ja, Erbsenflocken waren's. Was nehmen wir denn da? Das reicht, da mag ich noch genug von. Dank der lieben Fans da draußen. Es gibt so viel Auswahl. Was ist das denn? Cranberries. Die kenne ich nicht. Das hatte ich noch nie. Aber man soll ja auch mal neue Sachen nehmen, habe ich gehört. Also, ab auf die Liste. Für Semmel, der kommt ja jetzt in einem Alter, wo man nicht mehr so gut kauen kann. Vielleicht sollte ich ihm was Leichteres kaufen. Sonnenblumenblütenblättern. Für sein blumenhaftes Auftreten. Das wird ihm gut gefallen, würde ich sagen. So, ab auf die Liste. Dennoch alles mögliche andere. Und bestellen. Und was kann ich jetzt machen, während ich warte? Oh, Chan hat ein neues Video hochgeladen. Von einer Convention. Oh nein, und er hat eine unglaublich peinliche Geschichte mit Fans. Naja, das gucke ich mir definitiv nach diesem Video hier an. Das solltet ihr übrigens auch tun. Erster Link unten in der Videobeschreibung. Und jetzt auf zur Post. Na. Warten, warten, warten. Ja, warten, warten. Ich liebe es, Mangas falsch rum zu lesen. Warten, warten, warten. Auf Nom, 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 Nom. Nom, 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 Nom. Crumble, was machst du da? Sag mal, bist du bescheuert? Hast du mein Lied gerade nicht gehört? Ich warte auf Essen. Du weißt aber schon, dass Sonntag ist. Ich habe Eilieferung angegeben. Sonntag kommt kein Postbote. Ja, ja, rede dir das nur ein. Ja, wirklich nicht. Auch für dich machen die keine Ausnahme. So, warten auf Nom Nom Nom. Nom 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 Nom. Wo bleibt mein Essen? Was soll denn das hier? Oh mein Gott. Guten Tag, eine Unterschrift bitte. Ein wildfremder Mann vor meiner Tür. Mein Gott, jetzt guck doch mal nach unten, du Pappnase. Ach, da unten, ja. Oh mein Gott, die Postboten werden auch immer hässlicher. Eine Unterschrift bitte. Hier, hast du eine Unterschrift von mir? Hey, Emma, willst du nichts fragen oder so? Wozu denn? Ja, Emma, ich bin ein sprechendes Meerschweinchen. Hallo? Ach, das macht nichts. Mein letzter Kunde war ein Alpaka. Okay. Schönen Tag. So, das ist angekommen. Seht ihr? Sonntags. Anführerin-Status und so. So, das ist ganz schön groß. Würde ich jetzt einfach mal sagen. So. Es bewegt sich nicht. Okay, dann lassen wir uns jetzt mal was einfallen. Crumble, du bist ein schlaues Meerschweinchen. Wie kriegst du das ins Wohnzimmer? Es riecht schon so gut. Wie kriege ich das jetzt rüber? Genau, ich habe die Idee. Das war unglaublich. Das hättet ihr sehen sollen. Das würde mir keiner glauben, wie ich das hinbekommen habe. Das war phänomenal. Ernsthaft, hättet ihr mal sehen müssen. Und wie machen wir das jetzt auf? Ich hasse es, keine Finger zu haben. Das macht alles viel schwieriger. Sarah, Sean, würdet ihr mir bitte helfen? Yay! Yay, ist das kuschelig hier. Das mag ich. So, und jetzt, Sklaven, packt aus. Tut der Herrscherin etwas Gutes. Aber zackig, ich habe echt Hunger. Was haben wir denn hier? Auch wenn es draufsteht, es ist tatsächlich kein Schuhschrank drin. Sag mal, Crumble, von welchem Geld hast du das bezahlt? Aus deinem Portemonnaie! Scherz, aus der Merikasse natürlich. Da können wir dich ja fast loben.
Also unser Meerschweinchen hat Stuff eingekauft. Füttern wir die zu wenig oder was ist los? Aber okay, solange ich's nicht bezahlen muss und die Meerschweinchen sich quasi selbst verköstigen, soll mir das recht sein. Okay, du hast aber wirklich übertrieben, kann das angehen? Ach Quatsch, ich hab nur ein paar Sachen in die Liste gehauen. Nichts Besonderes. Und jetzt pack aus! Wer hätte es gedacht, dass ich unsere Meerschweinchen Gemüsekugeln kaufe? Du musst sagen, dass du Gemüsekugeln willst. Endlich! Die Früchte meiner Arbeit! Jetzt her damit! Was haben wir denn noch? Ich habe absolut keine Ahnung. Hier, teste das. Sonnenblumenblüten. Und ich habe, wer hätte es gedacht, Haferecken. Hm. Mit sich Semmel. Hast du also auch an Semmel gedacht? Ja, irgendjemand muss ja auch mal an irgendwas denken. Das habe ich mir auch dabei gedacht. Weil denken und du, naja, das sind ja zwei Sachen, die verstehen sich nicht so miteinander. Warte, ich will auch mal reinpassen. Okay, greif du mal rein. Was sind das für Riesendinger? Grüner Hafer. So. Ah, guck mal. Pfefferminzblätter. Ja. Hast du an mich gedacht? Danke, ich will mir nämlich auch einen Tee machen. Ah, Witz. Sag mal, du hast wohl einen Tee. Lass meine Blätter in Ruhe. Du hast mal ausgenutzt, dass die Merikasse für dich ist, ne? Wenn die Zuschauer die Merikasse füllen, dann kann ich auch davon was zu fressen kaufen. Ihr kauft davon nur Spiele und anderen nutzlosen Zeug. Und lasst mich da noch nicht mal spielen. Haselnussblätter? Ich weiß ja, dass Meerschweinchen Haselnuss mögen. Die Blätter und die Äste dürfen sie essen. Also getrocknet hatte ich die, glaube ich, auch noch nie in meinem Leben. Ich habe Maisflocken. Die hat sie sich nur geholt, weil wir die letztens schon ausprobiert hatten und die ganz schnell weg waren. Und wenn dieses Mal schon wieder ganz schnell weg sind und ich möchte ja hier niemanden angucken, Hussemmel, dann werde ich echt sauer. Was ist das denn? Das ist ganz glibberig. Also nicht glibberig, aber... Cranberries. Und Erbsenflocken. Und ein kleines Probepaket. Nur weil das kostenlos war, bedeutet das nicht, dass du das essen darfst. Merk dir das. Ach, das war kostenlos. Da hast du dich drauf gefreut. War's das? Das war's. Reicht das nicht? Warte. So, ausgepackt ist, das habt ihr gut gemacht. Und jetzt Überblende aufs Gehege. Ja, dieses Geräusch mag ich. Essen, ich hab mal was getan. Lobt die Herrscherin. Crumble rennt jetzt rein und sagt allen anderen Bescheid, dass es was zu essen gibt. Und wer kommt da an? Unser Marshmallow. Wer hätte es gedacht? Hallo Marshmallow mit dem Rote-Bete-Unfall. Alles klar? Dann ist gut. Ihr kommt raus. Wir haben ganz viel zu essen für euch, ihr Pappnasen. Haben wir doch, oder? Ja. Wir haben ganz viel, was ihr testen könnt und was ihr hundertprozentig gerne mögt. Du siehst so bescheuert aus. Ich mag dich. Dann kommt auch raus, ihr Pappnasen. Ich glaube, wir brauchen mehr Schüsseln, ne? Hier ist grüne Hafer, da stehen die sowieso drauf. Hallo Salt, alles klar? Super happy, glückliche Meerschweinchen mit einer viel zu großen Auswahl. Hat Nigri gerade gepopcornt? Hallo Semmel im Hai, möchtest du ein Haferkissen? Natürlich will er ein Haferkissen. Ihr Sackfalten, hier draußen gibt es ganz viel Essen für euch. Gott, seid ihr alle niedlich. Ja, wo ist denn Petit Four? Semmel, wo ist Petit Four? Und kommst du auch mal raus? Er schnuppert erstmal an Onigiri. Oh, ein Weibchen vor meiner Haitür. Haha, ist verstanden. Haitür, Haustür. Witzig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eins fehlt noch. Ja, Salt ist wieder drin. Fast alle Meerschweinchen auf einem Bild von uns. Es scheint so zu sein, dass sie sich nicht entscheiden können, was sie zuerst essen wollen. Ich glaube, das war zu viel, was Crumble bestellt hat. Sie haben sich jetzt echt was genommen und ist wieder abgedüst. Ja. Ich bin geschockt, dass Salt nicht draußen ist, wobei es hier so viel Süßes gibt. Jetzt kriege ich auch Hunger. Mano. Hallo Salt. Kommst wieder raus? Mach mit den anderen mit. Das ist fürs Bild schöner, wenn alle drauf sind. Das ist das Video für alle, die Meerschweinchengeräusche wollten. Wir halten jetzt mal die Klappe.
Das war doch toll. Und wenn ihr auch froh seid, dass wir wieder was zu essen bekommen haben, dann Daumen rauf und vergesst nicht zu abonnieren. Und hier sind unsere Besitzer dieses Jahr noch auf Conventions, falls ihr sie mal treffen wollt. Und denkt dran, wenn ihr wissen wollt, wie peinlich so etwas werden kann, neueste Video von Chan. Erst Link, Videobeschreibung. Das war's von mir und jetzt noch viel Spaß mit den Outtakes und man hört und stört sich. Ciao! Und go. Schönen Tag. Ja, verpiss dich auch. Tschüss. Sag mal, Crumble, von was... Wer hätte es gedacht, dass sich unsere Meerschweinchen Gemüse gucken? Das sollte jetzt nicht passieren. Du musst euch zubleiben für den Dreh. Also nochmal.